Halberstadt Werke übergeben Geschenke zum Schulstart. Hallo und guten Tag. Guten Tag. Hallo. Das ist ja toll. Meine Güte. Guten Tag, Kinder. Einen ganz besonderen ersten Schultag hatte die 1A der Miriam-Lundner-Grundschule in Halberstadt. Jedes Jahr überraschen die Halberstadtwerke die ABC-Schützen der Region zu ihrem allerersten Schultag. Ein Geschenk. Wir haben nur ein Problem. Wir wissen nicht, ob ihr ein Geschenk überhaupt haben wollt. Was meint das? Ja, okay. Da bin ich aber froh. Ich habe gedacht, Mensch, jetzt haben wir hier die großen Kartons mitgebracht. Und da sind so kleine Kartons drin. Und in jedem Karton ist für jeden von euch so eine kleine Überraschung. Und wenn euch das gefällt, dann würden wir das gern hier lassen. Ja! Ja? Also 700 Kinder bekommen heute von den Halberstadtwerken, so wie ihr, ein Geschenk. Wow. Und wenn euch das gefällt, dann müsst ihr uns das nochmal sagen. Und dann kommen wir im nächsten Jahr, wenn die anderen, die nächsten Kinder in die Schule kommen, dann werden wir denen auch was mitbringen. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal sehen, ob ihr euch darüber freut. Ja! Ja! Wollen wir gar nicht mehr lange reden und euch das gleich mal geben? Ja! Zum Vorschein kommt beim Auspacken oder besser gesagt beim Verpackung vernichten eine Aluminium-Trinkflasche für jedes Kind. Den neu eingeschulten Kindern einen tollen ersten Schultag zu bereiten, ist für die Halberstadtwerke Ehrensache. Dieser erste Schultag, der wird seit Jahren von den Halberstadtwerken begleitet. Und wir haben in jedem Jahr ein Geschenk, ein Präsent für unsere Erstklässler. Und heute haben alle 700 Schüler hier in der Region eine Trinkflasche bekommen. Und wir suchen uns dann immer auch eine bestimmte Schule aus, mit der wir ganz besondere Kontakte haben. Und heute waren wir hier und haben hier auch mit den Kindern ein wunderbares Erlebnis gehabt. Und ich freue mich, dass unser Geschenk so gut angekommen ist. Da wird man selber noch mal jung, oder? Ja, das ist ein besonderer Tag. Und ich habe jetzt auch gerade in den letzten Wochen etwas vorbereitet. Meine Kinder haben gemeinsam Geburtstag gefeiert, 30 und 35. Und da war natürlich auch dieses Bild aus der Einschulung mit dabei. Und ich denke, das ist ein besonderes Ereignis im Leben eines Menschen. Und wir sind ganz besonders froh, hier beitragen zu können, dass dieses Ereignis für jeden noch ein bisschen bleibender wird. Gefällt euch dieses Blau? Ich finde es toll. Das leuchtet schön, oder? Blau ist meine Lieblingsfarbe. So, und sag mal, was trinkt ihr denn gern? Was werdet ihr denn da reinfüllen, wenn ihr dann hier... Ich will Selter reinfüllen. Selter, okay. Ich mag Apfelschorle. Apfelschorle ist auch okay. Und was trinkst du gern? Was machst du da rein? Ich gerne mit Geschmack. Mit Geschmack, okay. Apfelgeschmack. Aha. Und du? Und was trinkst du gern? Wasser, nur Schmack. Nur Wasser, das ist in Ordnung. Und ihr? Ich Sprudelwasser. Sprudelwasser, na das ist ja auch toll. Und du? Ich würde auch gerne Sprudelwasser. Das wird ja ich Multivitamin. Oh, da kriegst du ganz viel Kraft, Multivitamin. Und du? Ich gerne Eistee. Insgesamt 700 Flaschen für 700 Kinder verteilen die Halberstadtwerke. Davon profitieren allerdings nicht nur die Halberstädter Grundschüler. Also wir haben mal vor ca. 15 Jahren begonnen, im alten Landkreis Halberstadt diese Präsente zu verteilen und haben damals gesagt, wir werden nicht nur in dem Versorgungsgebiet der Halberstadtwerke das tun, sondern für alle Kinder im Landkreis. Zwischenzeitlich ist es fast unser Versorgungsgebiet geworden. Das heißt, dass wir jetzt in dieser Tradition wirklich unser gesamtes Versorgungsgebiet und leicht darüber hinaus abdecken. Und es ist auch eine besondere Aktion bei uns im Haus. Also alle, die das vorbereiten, machen das mit großer Freude. Und zum Beispiel diese 700 können wir natürlich nicht alle oder ich persönlich verteilen, sondern da sind unsere Auszubildenden jetzt im Versorgungsgebiet unterwegs und sind an 20 Grundschulen, wo überall diese Präsente verteilt werden. Und zeitgleich kriegen also alle Kinder dieses wunderbare Einschulungsgeschenk. Sicherlich sitzt man als Geschäftsführer der Halberstadtwerke sehr viel im Büro, beschäftigt sich sehr viel mit Papier und wichtigen Unterlagen. Hand aufs Herz, wie schön ist so ein Ausflug zurück in die Schule? Also es gibt natürlich sehr unterschiedliche Termine, die ich täglich und im Laufe eines Jahres wahrnehmen muss. Das ist natürlich eines der schönsten, weil die Begeisterung der Kinder, die springt über und man wird auch ein Stückchen Selbstkind. Mir ist dann jedes Mal der eigene Schultag, der erste Schultag präsent.
Und ich freue mich, mit welcher Begeisterung die heute mit dabei sind. Und ich finde auch, es wird auch in einer sehr lockeren Form heute den Kindern rübergebracht, dass Lernen Spaß machen kann und Spaß machen wird. Und wir haben ja heute auch an den Reaktionen gesehen, also vom Polizist bis zur Reiterin sind ja schon die Berufswünsche klar. Nur Geschäftsführer wollte noch keiner so richtig werden, aber das kommt noch. Wir werden sie mal einladen. Ganz so langweilig ist das nicht, wie die Kinder glauben. Wer weiß, vielleicht schaffen es die Halberstadtwerke ja unter den Grundschülern auch Nachwuchs für ihre eigenen Reihen zu gewinnen. Ein bisschen Zeit bis zum Start ins Berufsleben haben sie ja noch. Wir haben ja ein bisschen Gelegenheit, die Kinder darauf vorzubereiten. Aber es wäre jetzt mal ganz im Ernst für uns schon auch von großem Interesse, dass möglichst viele junge Menschen ihre Ausbildung und auch dann die Qualifikationen wahrnehmen und hier in der Region bleiben. Das gehört eben auch zu unserer Strategie. Das ist ganz wichtig, dass wir junge Menschen hier in der Region halten. Und eines klein, ein kleiner Beitrag ist einfach auch diese Aktion hier. Wir fühlen uns eben nicht als Unternehmen, was nur Energie liefert, sondern wir sind integraler Bestandteil dieser Region und freuen uns auch mit so einem Beitrag dazu beitragen zu können, dass diese Region ein bisschen lebenswerter wird. Es wird oft unterbelichtet, wie wichtig es ist, sich in einem Umfeld wohlzufühlen. Und wir sollten alle ein bisschen freudiger damit umgehen, welche Lebensbedingungen wir hier haben, auch hier in Halberstadt und Region. Und sollten manchmal ein wenig die Skepsis rausnehmen, die uns in unserem täglichen Miteinander oft begegnet, sondern einfach mit ein bisschen mehr Lebensfreude an die Dinge rangehen, dann ist es für alle Seiten leichter. Als kleines Dankeschön hat die 1A ein kleines Abschlussprogramm vorbereitet. Auch wir wünschen den frisch gebackenen ABC-Schützen einen guten Schulstart und viele tolle Jahre.